Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. In meiner Reihe, die größten Fails meiner Karriere, habe ich ein weiteres wunderschönes Beispiel aus meinem Oeuvre für euch zusammengesucht. Es ist eine Partie aus dem Jahr 2009. Ich spiele gegen einen sehr jungen Spieler hier, Pandeleimon Tsouganakis. Er war damals 13 oder 14 Jahre alt. Es ist ein offenes Turnier auf Paleochora, das liegt auf Kreta, oder in Paleochora, das liegt auf Kreta. Schönes Turnier im Sommer, findet immer noch statt. Viele Spieler aus dem Ausland pilgern dorthin, um Schach mit Urlaub zu verbringen. Ist wirklich ein sehr schönes Fleckchen Erde, muss ich sagen. Ich habe da ein paar Mal gespielt. Das war Juli 2009, 22. Juli, natürlich super heiß. Der Junge, gegen den ich spiele, war ein großes Talent damals, hatte aber mit dem Schachspielen danach die Jahre eigentlich mehr oder weniger aufgehört. Ich bin natürlich trotzdem Favorit in dieser Partie. Fast 400 Punkte mehr. IM, gestandener IM, muss doch gewinnen gegen den Jungen, oder? Es ist auch eine Fortsetzung meines vorherigen Fails, den ich hier auf dem Kanal gezeigt hatte, nämlich meine Partie gegen Anna Maria Bozzari. Im Jahr 2000, gegen die beste Schachspielerin aus Griechenland aller Zeiten. Da hatte ich ja ganz eine wunderschöne Partie gespielt und dann ganz am Ende, schaut es einfach nochmal an. Und man sollte meinen, dass vielleicht ein Lerneffekt einsetzt. Oder wenn man schon wie damals in der Partie 2000 ganz am Ende den sicheren Sieg aus den Händen gibt, weil man ein Patt zulässt, dann sollte das auch eigentlich nie wieder passieren, oder? Dann sollte man auch davor gefeit sein. Wie ein Kind, das mit der Hand eine heiße Herdplatte anfasst und dann eigentlich ja nie wieder zulangt, oder? Schauen wir mal an, was hier passiert ist. Es ist das Jahr 2009. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos, 13 Jahre her. Ich kann mich kaum noch erinnern an das Turnier, wenn ich ehrlich bin. Doch, ich kann mich ein bisschen erinnern. Gehen wir rein. Ich habe Schwarz. Es ist übrigens eine sehr interessante Partie, die auch ein bisschen aufzeigt, was ich damals gespielt habe für eine Eröffnung. Sizilianisch, E4, C5, Springer F3, Springer C6, D4, Schlagen, Schlagen. Und jetzt hier Dame B6, das ist die Grivas-Variante, benannt nach meinem Landsmann, Großmeister Evstratios Rivas. Habe ich eine Zeit lang gespielt. Ich habe ja auf diesem Kanal auch schon einige Partien damit analysiert. Später mehr dazu. Springer B3. Ja, die Variante bringt halt die Dame früh ins Spiel. Dame B6 vertreibt den Springer aus dem Zentrum. Aber die Dame steht natürlich nicht gut auf B6, wird dann wieder vertrieben. Springer F6. Springer C3. E6. Und bereitet hier Läufer E7 oder Läufer B4 vor. Dame E2 sieht ein bisschen seltsam aus. Das ist natürlich nicht der einzige Zug. Hier gibt es ohne Ende Möglichkeiten für Weiß. Eine weitere ist ja einfach Läufer D3, kurze Rochade. Dame E2 bereitet die lange Rochade vor. Läufer soll raus und dann lange Rochade. Läufer B4, Läufer D2, kurze Rochade. A3 greift den Läufer an. Entschuldigung, ein bisschen trockenen Hals, obwohl ich eigentlich super viel getrunken habe. Das ist hier eine sehr kritische Stellung in dieser Grivas-Variante, die auch, diese Variante wurde in einigen Zeitschriften oder Publikationen, nenne ich es mal so, empfohlen und es haben viele Leute diese Dame E2 gespielt mit dieser Idee Läufer D2 lange Rochade und gilt als ja, etwas besser für Weiß. Hier hat Schwarz zwei Möglichkeiten. Läufer schlägt C3 oder Läufer E7. Ich habe im Jahr 2013, habe ich hier genommen, gegen Niklas Huschenbeet in einer Partie, Läufer C3, Läufer C3, E5. Das war die einzige Turnierpartie, die ich gegen Niklas gespielt habe bisher. St. Pauli Open 2013. Auch hier lange Rochade. D6, glaube ich, als nächstes oder Turm E8, ich weiß nicht mehr. Und das ist eine super spannende Partie gewesen damals. Habe ich auf dem Kanal analysiert, könnt ihr euch gerne anschauen. Das Video heißt Epischer Kampf. GM Huschenbeet versus The Big Greek. So heißt das Video. Könnt ihr finden. Hier gegen Tsouganakis spiele ich Läufer E7 zurück. Läufer geht zurück. Lange Rochade. D5. Das ist die ganz alte Variante, wie man das behandelt hat, in dieser Grivas-Variante. Das ist auch die, so empfiehlt das auch Grivas selbst in seinem Buch, das er mal geschrieben hat in grauer Vorzeit. Das ist schon echt lange her. Und
Früher spielte man hier hauptsächlich E-Schlicht D5, was aber okay ist aus schwarzer Sicht. Später fand man heraus, dass E5 noch stärker ist. Dieser Zug, der hier Raum gewinnt, den Springer angreift und Schwarz muss mit dem Springer zurückweichen. Ich habe mit dieser Stellung echt viel Erfahrung gesammelt so über die Jahre. Ich habe auch eine Turnierpartie gehabt, wo ich Springer E8 mal gespielt habe. Sogar noch im Jahr 2016 beim Riga Open gegen einen Spieler aus Estland. Vadim Shoshkov hieß er damals, oder glaube ich, oder Vitali Shoshkov, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall V. Shoshkov. Und der war auch bis auf die Zähne vorbereitet, weil ich damals schon dann so viele Partien in der Datenbank hatte, dass die Leute problemlos sich vorbereiten konnten. Springer D7 hier ist besser, was ich 2009 gespielt habe. Attackiert hier den Bauern E5, sieht auch natürlicher aus, den Springer so zurückzuziehen. F4 natürlich. A6, typischer Zug. Irgendwann kommt hier B5. Dame H5. Ja, Weiß plant hier natürlich Läufer D3 und hier Mattgeschichten auf H7. Ich verteidige mich mit Turm D8. Das gefällt der Engine nicht. Die Engine möchte hier lieber G6 spielen. Dame H6 gefiel mir aber, glaube ich, nicht so gut. Da muss man irgendwann F6 spielen. Die Dame finde ich schon, die kann ich kaum vertreiben. Ja, ne? Oder ich ziehe den Turm weg, Läufer F8. Aber ich spielte Turm D8. Ich wollte meine Bauernstruktur intakt halten. Läufer D3, Weiß droht auf H7 zu nehmen, Springer F8. Das war meine Idee, mit dem Springer das Feld F8 zu decken. Hier ist sehr stark Turm HF1 mit der Idee Turm F3, Turm H3. Und wenn man sich das mit einer modernen Engine anschaut, schon damals, zeigt in die Engines schönen Vorteil an, aber auch mit modernen Engines ist der Vorteil relativ groß hier für Weiß, so dass man sagen kann, dass man diese Variante eigentlich ad acta gelegt hat mit Schwarz. Ich spiele die auch nicht mehr, weil der Angriff ist einfach zu stark hier. Turm F3, Turm H3 und es ist natürlich eine Kampfstellung, es ist nicht so offensichtlich für einen Menschen, wie man hier die Partie schon fast forciert gewinnt, aber ich glaube, unter Engines ist das hier schon vielleicht sogar objektiv gewonnen, auf lange Sicht. Der Vorteil ist richtig, richtig groß. Na gut, mein Gegner spielte H4 damals, sieht auch vernünftig aus. Er plant hier Turm H3, Turm G3. Dame C7 zurück, bereite B5 vor. Turm H3, B5. Natürlich ist die Idee B4 hier. A3 ist eine Angriffsmarke. Natürlich möchte man hier B4 spielen und am Damenflügel attackieren mit Schwarz. Tsuganakis reagiert richtig. Springer E2 zieht den Springer weg, prophylaktisch, damit B4 hier abgefedert wird. Auf B4 kommt hier einfach A4 und Weiß hält den Damenflügel geschlossen, sodass ich dort nicht durchkomme. Was habe ich gemacht? Läufer D7. Entwickle den Läufer. Turm G3. Das sieht schon sehr, sehr unangenehm aus hier. So viele weiße Figuren, die vor meinem König stehen. Ich verteidige mich hier mit Läufer E8. Der Läufer guckt in Richtung der Dame. Ihr seht, der Engine gefällt das überhaupt nicht gut. Dame G4. Droht schon wieder matt. G6, natürlich. Was sonst? So, wie würde man hier mit Weiß angreifen? So, im Blitzen würde jeder hier H5 sofort machen. Das ist auch der stärkste Zug. Und danach, puh, ey. Also die Engine lokal sagt hier schon, Weiß steht auf Gewinn. Zum Beispiel D4, HG6, FG6 und Turm A1. Und naja, alle Schwerfiguren greifen an, der Läufer greift an. F5 ist in der Pipeline, der Läufer guckt dann rein, Springer F4. Man kann sich schon vorstellen, dass Weiß hier über entscheidenden Vorteil verfügt. Aber ich spiele ja jetzt hier nicht gegen eine Engine und auch nicht gegen einen Großmeister. Das ist ein 14-jähriger Junge mit einer Elo-Zahl von 2040. Der wird auch irgendwann mal einen Fehler machen. Und der spielt hier Springer ED4. Und das ist schon eine Ungenauigkeit. Das gibt mir jetzt nämlich die Möglichkeit, am Damenflügel ein bisschen Spiel zu erzeugen. Springer schlägt D4, Springer schlägt D4, Läufer C5, greift den Springer an. Bester Zug wäre jetzt, den Springer wieder wegzuziehen nach B3, um den Läufer zu attackieren. Immer noch relativ klarer Vorteil für Weiß. Aber Weiß spielt hier Läufer E3, deckt hier den Springer. Jetzt schlägt meine Stunde. A5. Natürlich lässt sich ein erfahrener IEM das nicht entgehen. Greift am Damenflügel an. Auch unter Bauern. Opfer. Natürlich. Die B-Linie öffnen, das wollen wir doch. Also B4 ist die Idee natürlich.
weiß, hätte das einfach ignorieren sollen. Also auch ein wichtiger Tipp für euch, gerade wenn auf beiden Flügeln gespielt wird. Bei heterogenen Rochaden sagt man, ne? Weiß hat ja lang rochiert, schwarz kurz, da muss man ganz schnell angreifen. Dynamik ist deutlich wichtiger als Material. H5 hier, sofort attackieren. Und Weiß hat immer noch Vorteil hier. Schlagen, schlagen und dann F5 hinterher, alles öffnen und schnell auf den schwarzen König. Stattdessen ist mein Gegner gierig, nimmt auf B5 raus. Und das ist ein dicker Fehler, ihr seht schon am Balken. Läufer schlägt E3, Turm schlägt E3, Dame B6. Doppelangriff. Ich gewinne kein Material, Weiß kann das alles decken noch mit Dame E2. Aber ihr merkt es, das Spiel hat sich verlagert zum Damenflügel. Weiß greift gar nicht mehr am Königsflügel an, sondern kümmert sich um seinen Damenflügel. Das ist natürlich schön für mich. Turm AB8. Greife den Springer an. A4. Deckt den Springer. Und jetzt komme ich plötzlich mit meinem Springer angetanzt. Springer D7. Der soll nach C5 den D3 attackieren, den A4 attackieren. Schwarz hat plötzlich Gegenspiel. H5 vom Weiß. Okay, H5, aber jetzt, wie gesagt, hat Weiß zu viele Figuren zum Damenflügel und zum Zentrum hin ummanövriert. Springer C5. Greift A4 an. Interessanter, also eine Engine würde immer noch hier sagen, lass den A4 stehen, der interessiert keinen. Hau auf G6 raus und spiel F5 hier. Schwierig. Springer A4 und dann hier neben auf G6. Ich meine, das ist für einen Menschen sehr schwierig zu berechnen. Hier hängt ja ein Läufer B5 und man denkt sich so, hä, was soll das? Warum schlägt Stockfisch sowas vor? Dame F3. Droht plötzlich matt. Ich habe das mal versucht zu verteidigen mit Turm F8. Dame A3. Droht matt. Turm B7. Man denkt sich so, ja, jetzt müsste aber langsam der Angriff vorbei sein. Nö, Läufer B5. Dame B5. Turm B3. Dame C6, Turm B7, Dame B7. Dame schlägt E6, König G7. Und jetzt hier B3. Erstmal den Springer vertreiben. Es droht ja hier Dame B2, deswegen B3. Und die Stellung ist gar nicht klar. Weiß hat drei Bauern. Nee, zwei Bauern nur für den. Nur zwei Bauern für den Springer. Aber die Engine sagt, das wäre relativ ausgeglichen hier. Erstaunlich, muss ich sagen. Das ist eine typische Computervariante. Das kann kein Mensch so rechnen und spielen. Zuganaki spielte hier was ganz anderes. B3, er deckt den Bauern auf A4, hätte fast jeder gemacht. Der super logisch. Turm DC8. Das Spiel hat sich gedreht. Ich greife mit allen Figuren am Damenflügel an. Der Bauer ist mir egal, den ich weniger habe im Moment. Ich beschäftige ihn dort auf dem Flügel. Und jetzt kriegt es meinen Gegner mit der Angst zu tun und läuft mit seinem König weg. Es droht natürlich Springer schlägt B3 hier. Das Beste wäre König B1. Und Schwarz hat hier nur einen kleinen Vorteil. Man nimmt auf D3, dann auf B5 und dann A4 hier, ganz stark. Und dann Turm C4. Der A4 wird fallen und dann, ihr seht schon, ne, der weiße König wird immer mehr geöffnet. Hier steht Schwarz schon besser. Er lief weg, ne, über D2. Er wollte zum Königsflügel laufen. Allerdings kostet ihn das natürlich jetzt einiges an Zeit und ist unharmonisch. Springer D3, Dame D3, Läufer B5, AB5. Und jetzt hier A4 ist sehr stark. Dann wieder mit der Idee Turm C4, wenn Weiß nimmt. Oder Dame A5 Schach. Kann man sofort aufrollen. Ich wollte jetzt hier nicht die Damen tauschen. Deswegen nicht Dame B5, sondern Dame C5. Ich wollte mit dem Turm hier nehmen. HG6, FG6. Natürlich FG6. Dann habe ich auch die offene F-Linie später. Außerdem möchte ich nicht Weiß die H-Linie geben. G3. G3 ist ein Fehler. Deckt den Bauern F4. Aber mein Gegner war schon in Zeitnot, glaube ich. Das Gleichgewicht hält immer noch so ein Zug wie Turm A1 hier. Turm B5, Turm DH3, EH3 und dann greift er hier noch an. Es droht hier Turm A7, Dame G6 und nach Turm B7 ist es ausgeglichen. Hier sogar mit Dame schlicht G6. HG6 ist matt. Turm G7, Dame E6, König A8. Turm A7. Turm A7, Dame F6, König G8, Dame E6, Turm F7, Dame G6. Und das ist Dauerschach. Turm G7, Dame E6. Ich kann nie nach F8 wegen Turm H8.
Und dann haben wir jetzt hier die Zugwiederholung. Turm A1 finde ich ehrlich gesagt auch relativ logisch, den, mit dem Turm rüber angreifen. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht so einfach zu berechnen alles, da die Partie natürlich fortgeschritten ist und immer weniger Zeit vorhanden ist. G3, Turm schlägt B5 und jetzt übernehme ich komplett hier die Kontrolle. Turm C1, Turm B4. A4 ist die Idee. König E1, er versucht wegzulaufen. A4, BA4, Turm A4. König F1, Turm C4. Und plötzlich habe ich hier Riesendruck auf der C-Linie. Der C2 ist nicht mehr wirklich zu decken. Weiß verliert mindestens einen Bauern. Turm E2 kommt Turm C3. Er probierte C3, aber das geht natürlich auch nicht wegen dem simplen D4 hier. Ja, der C-Bauer ist ja gefesselt. Turm E2. Hier gewinnt Turm schlägt C3 wohl recht, ja, laut Engine sehr einfach, aber so einfach fand ich es nicht damals. Ich nahm mit dem Bauern raus. Dame D7. Dame B6. Turm H3. Ui, was passiert denn hier? Es droht matt wieder. Turm 4, C7 zurück. Ich decke alles ab, greife die Dame an, die muss weg. Dame D6. Jetzt wollte ich die Damen nicht tauschen. Ich spielte Dame B5 Schach. König E1. Der weiße König steht ja natürlich auch komisch. Jetzt hängt aber hier vor sich der E6, deswegen Dame C4. Turm HC2, Dame E4 Schach, König F2, Dame F5. Ich habe alles unter Kontrolle. Dame D4, Turm C4, Dame E3. Es hängt der Bauer C3, aber jetzt kommt G5. Ich greife F4 an, der Bauer ist gefesselt. Turm schlägt C3. Ja. Jeder Mensch schlägt hier, was soll man sonst machen? Aber Schwarz steht eh auf Gewinn hier. Und jetzt der Zwischenzug G schlägt F4 mit Angriff auf die Dame. Die Dame muss zurück. Also G F4 kommt natürlich Turm F4 und dann gewinnt man hier die Dame irgendwann am Ende. Deswegen Dame E1. F schlägt G3. Schach, Doppelschach. König G2. Turm schlägt C3, Turm schlägt C3. Turm schlägt C3, Dame C3. Dame F2, Schach. König A3. So, wir sind jetzt hier im Zug 53, Schwarz hat zwei Bauern mehr im Damenendspiel. Natürlich steht Schwarz hier auf Gewinn. Rein materiell natürlich. Zum Beispiel gewinnt man hier mit G2. Ich weiß, dass ich nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit hatte. Bestimmt ein paar Minuten. Und war nicht mehr in der Lage, so richtig. Das ist auch ganz typisch, so in der vierten, fünften Stunde im Hochsommer in Griechenland. G2 hier. Gewinnt, Dame C8, König G7, Dame D7 und hier einfach Dame F7. Das Bauernendspiel ist trivial gewonnen. Er darf die Damen nicht tauschen. Dame D4 und hier Dame G6, droht G1, Dame A7, König H6, Dame E3, Dame G5. Weiß hat kein Schach mehr und nach Dame G1 kommt einfach Dame schlicht E5. Egal wie er nimmt, ich tausche hier die Damen. Entweder mit Schach, Schach oder sofort Schach auf G5. Und er hat keinen Zug hier. Ne? Also G2 hätte locker gewonnen. Ich spielte König G7 stattdessen. Was macht er? Dame C1. Die Idee ist offensichtlich. Dame G5. Und also hier gewinnen viele Züge. Was kommt euch in den Sinn hier? Auf Dame C1. Was würdet ihr spielen? Das entbindet euch nicht der Verpflichtung zu rechnen. Nicht einfach nur nach Gefühl spielen. Es gewinnt hier Dame H2, zum Beispiel König G4, Dame E2, König G3, Dame E5, wenn ich den Bauern hier schlage. Wobei ich den auch sofort bekommen kann mit Dame F5. Und dann dieses Damenspiel mit zwei Bauern gewinnt auch. Aber hier muss man natürlich schon wieder genau hingucken. Ist das so genau? Ich weiß nicht. Man kann auch die Damen wahrscheinlich tauschen. Ich wollte nicht diesen G-Bauern so ein weiteres abgeben. H6 gewinnt auch, hält hier das Feld. Ne? Dame G5 geht nicht. Dame C6 zum Beispiel, G2, Dame D7, Dame F7, das hatten wir gerade. Also auch dieses Schach auf der siebten Reihe kann ich mal mit Dame F7 abwehren. Aber ich, Demlack, spielte hier ohne groß nachzudenken. Ich war schon wieder in einem Modus, wo ich mir dachte, so. Was soll das? Warum spielen wir hier weiter? Warum gibt der Junge nicht auf? Na, ich kann doch machen, was ich will hier. Dame G5 droht er. Okay, machen wir König G6.
was soll's. Na, kann er keine Dame G5 spielen und dann ist die Partie vorbei. Aber was hatte hier The Big Greek, damals natürlich nicht Big Greek, noch nicht, übersehen? Dame G5 hat er übersehen. Weil er natürlich auch völlig unachtsam ist in solchen Situationen, häufig. Das ist natürlich auch eine Einstellungssache. Und König G5 ist halt Patt. Der weiße König hat kein Feld. Ich spielte noch ein paar Züge weiter. König F7 wollte es nicht ganz wahrhaben. Der Witz ist, ich habe ja zwei Bauern mehr, aber der schwarze König steht jetzt so schlecht. Dame H5 Schach. Wo soll ich hin? König F8 probierte ich. Dame H7 geht natürlich nicht wegen Dame H2, aber spielt Dame H6 Schach. König muss auf die siebte Reihe. König G8 ist klar, dann kommt wieder, dann kommt der Dame E6. Ne? Jetzt ist Dame F7 auch kein Gewinn. Dame G7 und Dame E7, das ist einfach Dauerschach hier. Ich spielte König E7, Dame schlicht H7, König D8, Dame G8, König D7. Ja, jetzt hoffte ich natürlich, dass er hier Schach gibt, dass ich weglaufen kann. Aber er nahm natürlich einfach auf G3. Und nach Dame E5 Schach bot ich Remis an und die Partie endete Remis. Ja, das war mal... Diese Partie... Schaut euch mal auch das andere Video an, meine Partie gegen Anna Maria Bozzari. Das ist im Prinzip der gleiche Verlauf. Ich spiele mit Schwarz als Favorit, spiele eine gute Partie, habe wirklich gute Angriffsideen. Hier stand ich auch in der Eröffnung ja nicht so gut, aber das ist eher so eine theoretische Geschichte. Ne? Die Variante ist einfach nicht besonders gut und habe das dann schön gedreht. Gegen Bozzari war es ähnlich, da hatte ich eine super Idee mit Damenopfer temporär und habe wirklich super gespielt. Da muss ich mich loben. Aber dann lasse ich es ganz am Ende an der richtigen Einstellung vermissen, bin nicht konzentriert und lasse dieses blöde Patt zu. So, das sind meine zwei Partien in meiner Karriere, in der ich ein Patt zugelassen habe. Sonst ist es nicht passiert und ich glaube, ich habe auch selbst noch nie geschafft, ein Patt beim Gegner zu forcieren. Also das wirklich, ein Patt kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Wirklich sehr selten. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Auch was über die Eröffnung, auch ein bisschen über Psychologie, wie ich ticke, wie man generell nicht ticken sollte. Das müsst ihr euch bei mir auf jeden Fall nicht abgucken, wie ich die letzte Phase der Partie behandle. Immer konzentriert bleiben bis zum Schluss. Wirklich auch den Gegner auch ernst nehmen, weil unabhängig vom Gegner jetzt. Es geht ja meistens um eine Stellung und nicht in diesen Modus verfallen. Ja, warum gibt er jetzt nicht auf? Ich habe so diese Attitüde manchmal, auch beim Blitzen. Muss ich mir, ja, werde ich mir wahrscheinlich nie abgewöhnen. Ist halt so. Summa summarum, schönes Ding hier für euch, ne? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.